Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher 1. Wir gehen jetzt direkt zu Jethro und labern mal mit ihm. Ich habe das Gefühl, dann muss ich sowieso wieder in den Sumpf und wir können auch gleich mal... Wir nehmen gleich mal das Kind mit. Das können wir jetzt mal gleich machen. Ja, ob Shani ausrastet oder nicht, ist mir eigentlich Wurst. Ich glaube, es ist besser, wenn das Kind, von einer Magierin Betreuung bekommt. Gerade Ära, mit solchen, ich habe euch gesucht. Mit solcher Macht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Schwester Natala mit so viel Leidenschaft bei ihrer Arbeit ist. Habt ihr gesehen, wie sie sich zu den Patienten beugt? Diese Augen. Rittersporn. Schon gut. Ich bin also gerade auf dem Weg, um Natala mit meiner geistreichen Konversation zu beglücken, als mir zwei hochgewachsene, seltsame Typen begegnen, die ein Kind hinauszerren, das Zeter und Mordio schreit. Sie nannten seinen Namen. Akin oder Apin oder so ähnlich. Verdammt. Genau den sollte ich dir abholen. Scheiße. Ihr werdet stolz auf mich sein. Die Gefahr ignorierend beschloss ich, dem Kind zu helfen und folgte diesen Schurken. Sie zerrten es in dieses Haus. Ihr habt recht. Ich bin beeindruckt. Sag ich doch. Diesmal müsst ihr mich mitnehmen. Das ist erstklassiges Balladenmaterial. Ich werde euch hinführen. Das Haus liegt im Anderlingsdistrikt. Am besten, ihr folgt mir einfach. Beeilt euch. Okay. Ja, okay, gut. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ritterspawn, ich bin hinter dir. Scheiße, ich wollte mein Inventar ausleeren. Wieder nicht geschafft. Ist immer, ich immer die gleiche Kacke. Ach, hier vorne um die Ecke war links. Da, wo ich schon 100-mal angegriffen wurde in der Nacht. Aus dieser hässlichen Tür da. Aber alles klar, zum Anderlecht-Distrikt. Da darf ich rein, einfach so. Hierher haben sie Alvin gebracht. Ach, jetzt fällt dir der Name ein, oder was? Wartet hier und kommt erst rein, wenn der Kampfeslärm verstummt ist. Immer heißt es, ich soll draußen warten. Nein, diesmal gehe ich da rein. Ich werde ein neues Genre begründen, die proaktive Ballade. Ich will nicht, dass ihr in der Nähe seid, wenn ich mein Schwert schwinge. Na gut. Ich schätze, die Dichtkunst erfordert nun mal Opfer. Ich kann so gerne mit reinkommen und sterben, also. Hier sind vier Leute. Ab mit dem Kopf! Oder mit den Gedärmen raus. Ich muss mal hier kurz raus. Lass mich mal kurz weg. Und weg mit dem Schädel. Ja, können wir doch gleich einrichten. So, jetzt schön mit dem Klingenwirbel zu Alvin rüber. Der braucht nur einen Schritt nach vorne machen. Ich krieg direkt mal eine Klinge in die Phrase. So. Weg. Machen wir uns das einfach. Hopp. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ja, Nahaufnahme. Sind sie tot? Ja, Alvin. Sie ließen mir keine Wahl. Ich verstehe, Geralt. Bringt mich von ihr weg. Das Kind ist so, so gruselig irgendwie. Wir können den Fisch essen. Ich hatte doch einen Fisch. Diesen werde ich jetzt schnabulieren. Ich werde dann einfach das essen. Achso. Mann, das ist eine Menge Blut, Geralt. Und da ist der Junge. Seht ihr? Wo wäret ihr ohne mich? Psst. Sie kommen. Schnell, nehmt das Kind und geht hin. Ich will looten! Ihr konntet sie da draußen hören? Erstaunlich. Na gut, ich nehme ihn mit, aber wohin? Bringt ihn zu Triss. Sie ist eine Zauberin. Sie kann ihn am besten beschützen. Das wird schade. Auf jeden Fall beschützen und behandeln. Aber immer noch besser, als eine Zauberin zu erzürnen. Geht jetzt.
In Ordnung, ich lasse den Jungen bei Triss. Sterb, Bastard! Hey! Was sind immer diese unfreundlichen? Oh. Rüber da! So, springen wir einmal kurz rüber. Und ab mit dem Schädel. Oder das äußerst brutal. So, und solange wir Ausdauer haben, warum sollten wir es auch nicht nutzen, ne? Das ist einfach mal die beste Art, die Gegner umzuhauen. Okay, hier könnte ich auch den schweren Stil, den starken Stil nehmen, Kampfstil, aber wieder im Moment. Ups, kann es sein, dass ich... Hab, glaube ich, vorhin schon wieder gegen die Monster mit dem normalen Schwert gekämpft, aber ja. Wenn's klappt, war. Wenn's klappt, dann klappt's. So. Hatte ich was? Zuckerpuppe. Eine Wassermelone, okay. Können wir erstmal mampfen. Können wir auch gleich mampfen. Gleich eine ganze Wassermelone ins Gesicht schieben. So, Überreste. Ach, hier sind noch mehr. Drogen. Oh scheiße, ich kann... Nee, von den Drogen habe ich genug. Dann nehme ich doch lieber den Fisch mit. Oh, ja, stimmt, das ist ja wieder das Problem. Jo, den Mampfen hat noch mehr. Aber ich will ja die Salamandra broschen. Kann ich keine mehr aufnehmen? Oh, sorry. Wieder das Falsche mitgenommen. Ich hab gedacht, ich hab das Richtige angeklickt. Da brauchen wir nichts. Hier können wir nichts. Meine Brosche. Mein Zeug. Uiuiui, er hat jetzt gleich wieder die Drogen in den Schnellslot gelegt. Er weiß schon, wenn nichts brauche. So, nee, wir nehmen mal die Schwalbetränke dahin. Falls es hart auf hart kommt, aber... Ich glaube, ich habe alle Überreste, mein Gott. Wir haben auch nur wieder irgendeinen Bullshit dabei, den ich im Moment nicht brauche. Ah, ich habe gedacht, der Annalingen-Distrikt ist ein bisschen, ja, weiter weg. Aber okay, war jetzt auch nicht so mega umfangreich. Wir werden noch ein bisschen Shit verkaufen. Was kann ich für euch tun? Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Wann lassen die endlich wieder Kaufleute in die Stadt? Kannst du haben. Diamantenstaub. Uiuiui. Oder brauche ich die noch? Schleifstein habe ich ja auch ein paar von. Aber die sind nur nicht mal wirklich viel wert. Braucht ihr etwas? Braucht ihr etwas? Klingenüberzüge. Eigentlich brauche ich ja nur den Gänse Nierenfett hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, das gilt für alle Überzüge, für alle Waffenüberzüge. Das reicht ja. Antiquar. Den könnte ich das eine Buch verkaufen. Was wollt ihr? Was für schreckliche Zeit. Wo ist hier noch? Das hier habe ich bereits gelesen und das kannst du wieder haben, so ungefähr. Rituelle Pflanzen. Habt ihr bereits gelesen? Oh. Na, das brauchen wir nicht. Aber Werwölfe, das könnte vielleicht was bringen. 500? Uiuiui. Nehmen wir mal. Wir haben mal Kohle. So, und können es gleich wieder verkaufen. Durchgelesen und weg. Man zwar ein bisschen miese macht, aber die Infos sind, glaube ich, eher wichtiger für mich. Was ist jetzt eigentlich bei Thaler los im Gebäude? Kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Ah, die Feuerwehr ist mal wieder draußen. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Holztruhe.
Fass. Ah, ein Feuerstein, den kann man zum Mopsen. Oh, ups. Wenn er schon tot ist, dann können wir noch ausnehmen. So böse sind wir dann auch. Okay, hier unten ist nichts. Dann gehen wir jetzt zu Jethro. Keine Ahnung, ob es so ausgesprochen wird, aber für mich klingt es so cooler. Bin ja schon mal auf der richtigen Seite. Um da hinzukommen. So. Muss mal gucken, wo ich den finde. So. Wo ist Jethro? Königin der Nacht ist sündenlos. Ja, gute Frage. Tagebuch. Dann gucken wir mal nach. Oder wir können auch gleich mal bei Charaktere gucken. Tempelbezirk. Nicht im Tempelbezirk. Pendler. Ups. Ich habe mich verguckt. Aber ist jetzt ja auch kein Beinbruch. Da kann man ja schnell mal rübergehen. Tempelbezirk habe ich ja auch gar nicht gelesen. Also unten hier. So, aber wo ist der jetzt? Tor zum königlichen Schloss. Vincent. Ja, wo ist der? Zahnarzt? Da war da nicht Dings sein Haus? Und noch mehr Feuerwehr. Shit. Ja, und die kommen hier vorne nicht an der Dings durch. An der Ampel. Yay. Das ist gleich vorbei. Ja, okay. Dann hat doch wieder Tagebuch. Charaktere. Wie heißt da? Jethro. Ach so, ist Wärter im Kerker. Den kann ich jede Menge Fischtech geben. Kann die ganze Scheiße von mir haben. Gib ich dir gerne. Überflüssiges Gefasel. Na, ja, bin ich schon wieder 50 Mal an dem vorbeigerannt. Bestimmt habe ich vor 3-4 Folgen gesagt, jo, der ist da unten. Ich gehe jetzt erstmal zu dem und dann gehe ich zum Sumpf. Und dann habe ich schon wieder das vergessen zwischendurch und mir gedacht, ich gehe gleich in den Sumpf. Ah, naja. Oh, ups, ich bin ja in den Kloaken gegangen. Ich habe gedacht, hier wäre der Kerker. Überreste. Wie werden die denn? Ich will wieder raus, verdammt, ich wollte die nicht triggern. So, du bist sowieso tot. Mich doch wieder verguckt, Mann, ich kann das echt nicht. Aber wir wollten mal euch mal wieder zeigen. Haben wir so lange nicht mehr gesehen, vor keine Ahnung, 25, na, sagen wir eher 30 Folgen. Ist das schon wieder her, seitdem wir hier drinnen waren? Der Kerker war der hier hinten. Stadtkerker. Ich renne auch überall dran vorbei. Kein Ding. Wer mit Absicht die Folgen in die Länge ziehen. Ja, das ist wirklich schön. Dieser scheiß Regen geht mir mal wieder auf den Sack. Er bringt nur Ärger. Er bringt nur Ärger. Na egal. So. Hände. Ich bin wieder beinahe dran vorbeigegangen. Erstmal eine Runde gähnen.
Hallo. Ihr? Wir müssen reden. Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Das läuft so. Lol. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr nochmal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt? Ja. Ja, auf jeden Fall. Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Ja, ich dabei. Wie hört sich das an? Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt... Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Hä, ist doch vernichtet ziemlich. Sie. Holt ja. euch die Informationen, die ihr braucht. Und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet. Als Beweismittel. Wo soll ich anfangen? Ich habe mehr als ein genug Informant Drogen sprach in der von Tasche. Einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Vincent Meiss ist ja auch mal da. Gitterstäbe. Abgeschlossen. War hier noch was in der Truhe? Okay, die kann ich nicht nochmal öffnen. Oh nein, jetzt lande ich unten drin, wa? Och nein, ich Lappen. Scheiße. Das wollte ich nicht. Warte mal kurz, wir gucken mal auf die Map. Ausgang. Das war jetzt nicht meine Absicht, hier nochmal reinzugehen. Ich hätte mich bloß gewundert, was das ist. Lasst mich mal in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Ach man. Kann man eigentlich mit Feuer was machen bei denen? Sah jetzt sicher effektiv aus. Alle gleichzeitig platt hier. Feuer! Waffe wegstecken und warten. Also kann man da ziemlich schnell von einem Ende der Stadt zum anderen Ende der Stadt. Oder von dem Viertel zum Viertel, sagen wir so. Ja, eigentlich müsste ich jetzt ja hinten rauskommen. Ja, genau. So. Eine Geißel der Götter, dieser Hauptsache jetzt ist sofort ein Zahnarzt eingezogen, war. Wollen wir das noch schnell? Komm, gucken wir jetzt mal da rein. Ich habe jetzt sowieso in der letzten Minute keine Chance mehr, irgendwas im Elendsviertel da zu starten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Himbeersaft. Oh ja, leckeren Himbeersaft hätte ich jetzt auch gern. Schmeckt schon ein bisschen geil. So, Bier können wir auch noch mitnehmen. Hauptsache hier brennt ein Feuer drin und keiner ist hier. Ja, genau so macht man das. Ja, zwei Kamine und ich habe keinen Abzug in der Etage darüber gesehen. Ich glaube, da oben ist zu und die sind alle sterben, die schlafen. Pech! Nee, so viel zum Architekten. Er baut zwei Kamine entweder direkt übereinander, was nicht geht, oder es sieht total beschissen aus. Mit zwei Abzügen. So, egal. Genug aufgeregt. Wir gehen noch kurz zum Elendsviertel und dann beenden wir die Folge, bevor es losgeht. Dann in der nächsten Runde. Waffenschmied. Ich müsste mal... Genau, ich wollte noch meine Waffe verbessern. Und da war noch die Frage, ob das dauerhaft ist oder nicht. Aber okay. Das werden wir dann sehen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Witcher wieder. Also haut raus. Bis dann. Tschüss. Meow.